Rado hat seine Captain Cook in Keramik leicht überarbeitet. Will heißen, die Taucheruhr darf sich jetzt auch ganz offiziell Taucheruhr nennen. Sie ist nämlich nach ISO zertifiziert worden. Unverändert, das 43 mm große Gehäuse ist bis 300 Meter wasserdicht, neu aber mit einem massiven Gehäuseboden aus Titan versehen worden. Ebenfalls neu, das Zifferblatt ist nicht mehr transparent, sondern solide ausgeführt. Bei 3 Uhr gibt es ein Datum und die Uhr kommt neu in 4 Ausführungen, nämlich als schwarze, als sandfarbene, als blaue und als graue Version. Die blaue und die graue haben einen leichten Sonnenschliff auf dem Zifferblatt, die schwarze kommt mit einem glänzenden Zifferblatt und die grüne mit einem matten Zifferblatt. Das Werk hat 80 Stunden Gangreserve und basiert auf einem Standardkaliber von Etta, nämlich dem Powermatic 80, ist hier aber nicht in 3, sondern in 5 Lagen einreguliert worden. Bei den Bändern steht ein Kautschukband zur Wahl oder ein passendes Keramikband. Wer mehr über die neue Captain Cook Diver erfahren möchte, im Beschrieb zum Video gibt es einen Link mit allen Daten und weiteren Fotos zur Uhr. Wer Fragen hat oder Kommentare, gerne das Feld dazu hier benutzen. Ich freue mich über ein Like und über ein Subscribe.